Einen wunderschönen. Ja, was soll ich sagen? Es ist die Woche 5 tatsächlich schon. Und nun ja. Die Tipps die letzten Wochen, genau genommen die letzten 2, waren nicht so mein Ding. Und naja, jetzt schauen wir mal, ob ich diesmal wieder richtig liege. Galaxy gegen die Dragons. Oh Wunder, ich gehe mit der Galaxy. Nicht nur aufgrund der Tatsache, wie sie letzte Woche gespielt haben, schon alleine aus dem Grund, dass ich der Meinung bin, dass die Dragons tatsächlich sich nicht aufrappeln können gerade und deswegen wird es so sein, dass sie tatsächlich verlieren werden. In welcher Höhe möchte ich mich jetzt gerade nicht festlegen, auf jeden Fall die Galaxy wird gewinnen. Thunder gegen die Panthers. Ich glaube tatsächlich, die Panthers gewinnen das Ding, weil sie haben zwar gegen Frankfurt verloren, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie jetzt noch mehr darauf brennen, ihr erstes Auswärtsspiel zu gewinnen. Und sind wir mal ganz ehrlich, nach der Leistung der Berliner in der letzten Woche, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Sie werden zwar das eine oder andere Spiel noch gewinnen, aber dieses wird definitiv nicht dazu gehören. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube ganz, ganz stark daran, dass wir an dem Punkt ansetzen können, dass die Panthers dieses Spiel gewinnen werden, aber das gar nicht so eine klare Kiste wird, wie wir das jetzt eventuell vermuten. Ich glaube, die Berliner werden gut dagegen halten, werden aber mit ein, zwei Punkten. Mit ein, zwei Punkten verlieren. Leipzig Kings gegen die Hamburg Sea Devils. Die Hamburger sind heiß. Die Hamburger sind heiß und wollen ihren Ungeschlagen-Status definitiv behalten und deswegen werden sie das wahrscheinlich auch. Die Kings sind noch nicht fertig, sag ich mal, und werden das zwar leider verlieren, aber das wird auch eher ein Ding werden. Es wird eine sehr große Defensivschlacht, glaube ich, geben. Und ja, deswegen gehe ich davon aus, dass wir an dem Punkt einen Sieg der Sea Devils sehen, aber definitiv nicht so hoch wie letzte Woche. Ja, so weit, so gut, würde ich sagen. So, und diesmal vergesse ich es nicht. Ich vergesse es nicht. Aber ihr könnt auch gerne so abonnieren. Aber ich werde die Endcard diesmal nicht vergessen. Also, diesmal verlinke ich in der Endcard die Streams von letzter Woche. Und wir werden ganz klar
auch noch einen Abonnieren-Button dort finden. Also abonniert uns, guckt euch die Streams an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Entweder beim Stream oder beim nächsten Video.